Ich weiß was. Albert E. erklärt alles rund um den Flughafen. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Kennt ihr mich noch? Ich bin Albert. Wissenschaftler, Erfinder, Gelehrter, Forscher und absolut albertistisch-albertissimistischer Denkologe. Ich weiß was. Ich weiß sogar eine ganze Menge. Aber allein Wissen ist langweilig. Also habe ich was mitgebracht von meinem Wissen. Und zwar von meinem Wissen als Albatros. Wisst ihr, was das ist, ein Albatros? Haha, kein Pferd. Also Ross. Obwohl, ein Pferd mit Flügeln wäre gar keine schlechte Idee. Vor 2000 Jahren gab es zum Beispiel im alten Griechenland Geschichten über ein Pferd mit Flügeln. Das hieß Pegasos und könnte ganz gut passen zu dem, was ich euch heute erzählen will. Als Albatros. Schon erraten, was es ist? Natürlich, der Albatros, ein Vogel mit riesiger Spannweite. Und Vögel mit riesiger Spannweite, die von Menschen gebaut wurden, stehen wo? Klar, auf dem Flughafen. Und dahin geht's heute. Kommt mal mit. Wir fangen an in der Abflughalle. Heute ist ein ganz besonderer Tag für Anton. Der vierjährige Anton geht heute einmal nicht in den Kindergarten, sondern darf seinen Vater zum ersten Mal zu seiner Arbeit begleiten. Antons Vater ist Flugkapitän und um 10.27 Uhr fliegt er ein Passagierflugzeug von München nach Berlin. Anton darf heute mitfliegen. Ganz lange schon hat er sich das gewünscht. Anton sitzt im Auto auf dem Rücksitz und lässt sein Spielzeugflugzeug kreisen. Papa, wann sind wir endlich am Flughafen? Ich will starten. Anton ist schon ganz aufgeregt. Bis zum Flughafen sind es nur noch ein paar Minuten, aber du weißt schon, dass es dann noch über 2 Stunden bis zum Start dauert. Meine Arbeit fängt mit den Startvorbereitungen im Flughafen an und das braucht viel Zeit. Dann wollen wir noch Onkel Timo im Tower Hallo sagen. Und du hast mir versprochen, nicht zu quengeln, Anton. Ja, ja, sagt Anton. Antons Vater biegt zum Flughafen ab und aus dem Fenster kann Anton sehen, wie ein riesengroßes Passagierflugzeug zur Landung ansetzt. Etwas weiter hinten sieht Anton ein anderes Flugzeug, das gerade startet. Und vor allem hört er die Motoren, obwohl die Autofenster geschlossen sind. Sind die groß, die Flugzeuge? Und wie laut die sind? Tun dir da nicht die Ohren weh, wenn du im Flugzeug bist, Papa? Fragt Anton mit gerunzelter Stirn. Antons Vater lacht. Da gibt es ein paar Tricks. Die zeige ich dir dann, wenn wir im Flugzeug sind. Jetzt suche ich uns erstmal einen Parkplatz. Und dann fährt Antons Vater in eines der großen Parkhäuser des Münchner Flughafens. Jeder Flughafen ist fast wie eine kleine Stadt mit vielen tausend Menschen. Es gibt nicht nur die Start- und Landebahnen für die Flugzeuge, sondern Parkhäuser für die Passagiere, die mit dem Auto kommen. Viele Flughäfen haben einen eigenen Bahnhof für die Passagiere, die mit dem Zug kommen. Es gibt einige große Gebäude auf dem Flughafen. Da sind die Wartungshallen für die Flugzeuge, eine Flughafenfeuerwehr und dann die riesigen Abfertigungshallen. Hier kommen an der einen Seite der Halle die Fluggäste mit ihrem Gepäck an und an der anderen Seite fahren die Flugzeuge in die Parkbuchten. Dazwischen, in den Abfertigungshallen, sorgen die vielen Mitarbeiter vom Bodenpersonal dafür, dass die Fluggäste einchecken, ihr Gepäck verladen wird und dann das Gepäck und die Fluggäste im richtigen Flugzeug landen. Das ist eine komplizierte Aufgabe. Darüber wirst du gleich mehr erfahren. Außerdem gibt es in den Abfertigungshallen noch viele Geschäfte und Restaurants, wo sich die Fluggäste die Zeit vertreiben können bis zum Abflug. Und nicht zu vergessen, Polizei, Zoll, einen Notarzt und massenhaft Büros. Denn nicht alle Menschen sind am Flughafen, um irgendwo hinzufliegen. Sehr viele Menschen arbeiten auch am Flughafen. In München, dem zweitgrößten Flughafen in Deutschland, sind das einige tausend. Aber die wenigsten sind Piloten, so wie Antons Vater. Die meisten gehören zum sogenannten Bodenpersonal.
Damit ein Flugzeug starten kann, müssen sehr viele Leute mitarbeiten. Die wichtigsten Menschen am Flughafen sind die Fluglotsen, die regeln die Starts und Landungen der Flugzeuge. Antons Onkel Timo ist Fluglotse. Und gleich darf Anton ihn auch kurz besuchen, damit er sich vorstellen kann, wie der Flugverkehr in der Luft und am Flughafen geregelt wird, hat ihm sein Papa erklärt. Anton kann sich nicht vorstellen, was da groß zu regeln ist. Das Flugzeug fährt zur Startbahn und fliegt los. Das macht doch sein Papa als Pilot. Aber mal sehen, irgendeine Aufgabe wird sein Onkel Timo schon haben. Achtung, Achtung, Herr Peter Bauer, bitte zum Check-in-Schalter 12. Peter Bauer, bitte dringend zum Check-in-Schalter 12. Check-in? Was ist das denn? Check-in ist Englisch und heißt sich anmelden und abfertigen lassen. Das muss jeder Passagier tun, bevor er ins Flugzeug darf. An englische Ausdrücke musst du dich übrigens gewöhnen am Flughafen. Englisch ist die Weltsprache. Und weil am Flughafen Passagiere, Piloten und Flugzeuge aus aller Welt ankommen, sind hier viele englische Ausdrücke üblich. Jede Fluggesellschaft hat eigene Check-in-Schalter mit ihren Mitarbeitern in den großen Abflughallen des Flughafens. Je nach Größe des Flughafens sind da manchmal 50 und mehr Check-in-Schalter nebeneinander. Über jedem Schalter hängen große Schilder mit dem Namen der Fluggesellschaft, dem Flugziel, also zum Beispiel Berlin, und der Schalternummer. So können die Passagiere in den großen Abflughallen ihren Check-in-Schalter finden. Beim Check-in müssen die Passagiere ihre Flugtickets und ihre Pässe zeigen. Weißt du, was ein Pass ist? In manche Länder, zum Beispiel nach Amerika, darf man nur reisen, wenn man seinen Pass dabei hat. Das ist ein kleines Heft, in dem steht dein Name, dein Geburtsort, dein Geburtsdatum, wer deine Eltern sind, wo du wohnst und deine Passnummer. Auch ein Foto von dir ist in diesem Pass. Am Flughafen wollen zuerst die Mitarbeiter der Fluggesellschaft deinen Pass sehen, damit sie wissen, ob die richtige Person zu dem Ticket eincheckt. Später gibt es dann noch eine weitere Passkontrolle. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind ja gerade erst beim Einchecken. Wenn ein Fluggast also seinen Pass und sein Ticket gezeigt hat, also eingecheckt hat, bekommt er einen sogenannten Boarding Pass. Schon wieder ein englisches Wort. Also du merkst schon, wenn du etwas über Flughäfen wissen willst, lernst du so nebenbei auch ganz schön viel Englisch. Wir waren beim Boarding Pass. Einsteigepass würde man auf Deutsch sagen, aber das sagt keiner. Das ist eine kleine Karte, da steht der Name des Fluggastes drauf, das Flugziel, die Flugnummer, der Sitzplatz und die Gate-Nummer. Gate ist auch wieder Englisch und heißt Tor. Damit ist der Ort gemeint, wo der Fluggast auf dem Flughafen den Eingang zu seinem Flugzeug findet. Denn du warst ja vielleicht auch schon einmal auf einem Flughafen und hast gesehen, wie riesig, riesig groß der ist. Und damit die Passagiere sich nicht verlaufen und ihr Flugzeug finden, sind die Gates mit Zahlen gekennzeichnet, nummeriert. Überall im Flughafen sind Schilder, die den Fluggästen zeigen, wo es zu welchem Gate geht. Ich wiederhole, Herr Peter Bauer, bitte dringend zum Check-in-Schalter 12. Damit der Fluggast seinen Boarding-Pass bekommt, muss er zunächst das Check-in machen. Beim Check-in kontrolliert ein Mitarbeiter vom Bodenpersonal die Tickets und Pässe. Dazu schaut er auf seinen Computer und tippt die Ticketnummern ein. Auf dem Computer kann der Mitarbeiter auch sehen, welche Sitzplätze im Flugzeug noch frei sind. Hören Sie doch einfach mal bei einem typischen Gespräch am Check-in-Schalter zu. Ihre Tickets und Pässe sind in Ordnung, sagt die Mitarbeiterin der Fluglinie. Wo möchten Sie denn sitzen, Frau Michalski? Ich habe noch Fensterplätze und Gangplätze. Bitte meine Tochter am Fenster und ich daneben, wenn möglich. Wir möchten uns Start und Landung genau ansehen. Nicht wahr, Anna? Sagt Frau Michalski. Kein Problem. Ich buche Sie auf den Fensterplatz A37, also linker Fensterplatz in Reihe 37. Und auf den Platz daneben, also B37. Und wie viele Gepäckstücke haben Sie? Fragt die Mitarbeiterin der Fluglinie. Diese zwei Reisetaschen, sagt Frau Michalski. Na, und noch Struppel. Wo muss der denn hin? Oh, was war denn das für ein Geräusch? Eine Baby-Flugzeugdüse? Eine quietschende Landeklappe?
Kleiner Scherz. Das war natürlich ein albertastisch süßer kleiner Hund. Und der will mitfliegen. Das hundert euch, ich meine natürlich, das wundert euch. Weshalb sollten Tiere nicht mitfliegen? Stellt euch mal vor, ein Mann mit Flöhen besteigt den Flieger. Dann fliegen die Flöhe doch auch mit. Aber ein Hund ist natürlich was anderes. Flöhe kann man nicht anleinen. Und Hunde mit langen Ohren können ja sowieso fliegen, wenn sie... Ihr meint, ich erzähle Unsinn? Na gut, ihr habt recht. Also wieder zurück zur Denkologie. Überlegt mal, wie man Tiere wie Hunde und Katzen in einem Flugzeug mitnehmen könnte. Auf einem Sitz im Passagierraum? Das geht nicht. Was könnte man also tun? Habt ihr eine Lösung für Struppel? Den kleinen Hund, der mitfliegen will? Dann hört mal zu, was uns am Flughafen dazu gesagt wird. Struppel? Die Frau vom Bodenpersonal guckt fragend Annas Mutter an. Meine Tochter meint unseren Hund, erklärt Frau Michalski. Ach so, stimmt, steht hier auch auf ihrem Ticket. Mit ihrem Hund, also mit Struppel, da müssen sie dann gleich zum Sondergepäckschalter, sagt die Frau vom Bodenpersonal. Und wann kommt Struppel in seine Box? Fragt Anna ihre Mutter. Gleich an dem Sondergepäckschalter, antwortet Annas Mutter. Dann will Annas Mutter gerade die Reisetaschen auf das Gepäckband stellen. Da wird sie wild zur Seite gedrängt und eine Jungenstimme brüllt neben ihr. Anna, Anna, was machst du denn hier? Fliegst du gleich auch mit einem Flugzeug weg? Antons Stimme überschlägt sich vor Begeisterung. Er kann es kaum glauben, dass er in der riesigen Abflughalle mit den vielen tausend Menschen tatsächlich jemanden kennt. Anna ist in Antons Kindergarten, zwar in einer anderen Gruppe, und so richtig gut kennt Anton Anna auch nicht. Aber bei den vielen fremden Menschen kommt Anna ihm jetzt fast wie seine beste Freundin vor. Und auch Anna sieht ihn freudestrahlend an. Anton, jetzt bleib doch mal hier. Wo bist du denn? Antons Vater kommt angelaufen. Papa, guck mal, Anna fliegt auch mit dem Flugzeug. Ach, das ist ja ein Zufall, sagt Antons Papa. Aber jetzt lass Anna und ihre Mutter erst mal in Ruhe zu Ende einchecken. Antons Vater hat die ungeduldigen Blicke der anderen Passagiere in der Reihe hinter Anna längst bemerkt. Schließlich wollen, außer Anna und ihrer Mutter, noch weitere 400 Passagiere einchecken. 400? Das sind etwa so viele wie die Kinder und Erzieher aus etwa 5 Kindergärten, alle in einem Flugzeug. Kannst du dir das vorstellen? So viele Menschen passen nämlich in einen einzigen Jumbojet. Gut, der Jumbojet ist auch das größte Passagierflugzeug und fliegt die ganz langen Strecken, also nach Amerika, Afrika oder Australien. Antons Vater kann auch einen Jumbojet fliegen. Aber heute für die Strecke von München nach Berlin fliegt er mit einem kleineren Flugzeug. Da passen 100 Passagiere rein, also die Kinder und Erzieher aus einem Kindergarten plus vielleicht noch einer Gruppe aus einem anderen Kindergarten. Der Flug dauert auch nur 70 Minuten. Ein Flug mit dem Jumbojet von München nach New York in Amerika dauert 9 Stunden. Da gibt es 2-mal Essen und 2-mal Kinoprogramm während eines einzigen Fluges. Anna und ihre Mutter haben eingecheckt und kommen mit Struppel zu Anton und seinem Vater, die auf sie gewartet haben. »Wir fliegen jetzt gleich nach New York zu meiner Tante, die hat Geburtstag und das wird ganz toll. Und da sprechen alle Englisch und ich darf von einem ganz großen Haus runtergucken und amerikanisches Eis essen und mein Hund Struppel kommt auch mit.« Annas Stimme überschlägt sich vor Aufregung. »Und ich fliege mit meinem Papa nach Berlin und darf ins Cockpit und echte Pilotenkopfhörer aufsetzen.« Anton ist genauso aufgeregt und stolz wie Anna. »Da habt ihr ja beide wirklich ein tolles Abenteuer vor euch«, sagt Antons Vater und schaut auf seine Armbanduhr. »Wir haben noch ein bisschen Zeit. Habt ihr Lust, noch zusammen etwas zu trinken? Vielleicht eine Apfelsaftschorle oder einen Kakao? Dann können wir uns doch ein bisschen unterhalten vor unseren Reiseabenteuern.« »Au ja, Kakao«, schreit Anton begeistert. »Ih, Kakao«, sagt Anna. »Kakao mag ich überhaupt nicht. Lieber ein Eis. Dann kann ich mir bis Amerika besser merken, wie deutsches Eis schmeckt.« »Also Zeit haben wir auch noch reichlich«, sagt Annas Mutter, Frau Michalski. »Wir waren vor lauter Aufregung heute viel früher als nötig hier. Aber Eis gibt es jetzt nicht, Anna. Du musst erst mal etwas frühstücken. Du hast heute fast noch gar nichts gegessen.«
Darf Struppel noch mitkommen?« bettelt Anna. »Bitte, bitte, liebste Mama, sag ja.« »Ja, ja«, sagt Frau Michalski. »Schon gut. Wir haben noch genug Zeit. Und Struppel ist bestimmt dankbar, wenn er noch ein bisschen rumlaufen darf, bevor er in seine Transportbox muss.« »Juhu!« Anna streichelt und krault ihren Hund Struppel. »Struppel, Struppelchen, du darfst noch mit zum Bäcker, bevor du in die Transportbox musst.« »Der ist ja cool.« Auch Anton ist direkt begeistert von Struppel. So gehen Anna und Anton mit Frau Michalski und Antons Vater und natürlich mit Struppel in eine der Bäckereien in der Abfertigungshalle und bestellen Brötchen, Croissants, Kakao, Wasser und Kaffee für die Erwachsenen. Struppel bekommt zur Feier dieses Abflugtages ein halbes Leberwurstbrötchen von Annas Mutter. Und es ist ein ganz besonderes Leberwurstbrötchen. Annas Mutter hat nämlich eine kleine Tablette vom Tierarzt für Struppel dabei. Die soll Struppel vor dem Flug einnehmen. Die Tablette soll Struppel müde machen, damit Annas Hund während des langen Fluges schlafen kann. Deshalb versteckt Annas Mutter die Tablette in dem Leberwurstbrötchen für Struppel. »Mama, darf ich Struppel das Brötchen mit der Tablette geben?« fragt Anna. »Was denn für eine Tablette?« fragt Anton. »Die haben wir von unserem Tierarzt bekommen und die soll Struppel vor dem Abflug fressen, damit er ganz schön schlafen und träumen kann und uns nicht so doll vermisst. Struppel muss nämlich gleich in diese Transportbox. Die kennt er schon. Wir haben das jetzt mit ihm 2 Wochen lang jeden Tag geübt. Und da ist auch seine Kuscheldecke und sein Lieblingsbeißtier drin«, erklärt Anna. »Warum dürfen denn Hunde nicht mit ins Flugzeug, Papa?« fragt Anton seinen Vater. »Oh je, das geht wirklich nicht. Wenn nicht nur aufgeregte Menschen, sondern auch noch aufgeregte Tiere im Passagierraum wären, dann wäre ein ganz schönes Durcheinander im Flugzeug. Außerdem kann man auch nie wissen, wie aufgeregte oder ängstliche Tiere reagieren. Manche beißen einfach, wenn sie Angst haben. Das wäre dann für die anderen Fluggäste viel zu gefährlich«, erklärt Antons Papa, der übrigens Michael Burg heißt. Und dann gibt Anna ihrem Hund Struppel das Leberwurstbrötchen. Struppel verschlingt es begeistert, leckt sich die Schnauze und schaut Anna erwartungsvoll an. »Nein, Struppel, mehr gibt es nicht«, sagt Anna und trinkt ihre Apfelschorle. Wenn Fluggäste ihre Hunde mit in ein Flugzeug nehmen wollen, dann müssen sie auch für den Hund ein Ticket kaufen und eine Flugtransportkiste. Denn es stimmt, was Antons Vater sagt. Tiere dürfen in Flugzeugen nicht zusammen mit ihren Menschen fliegen. Tiere fliegen in besonderen Tiertransportkisten mit dem Gepäck im Gepäckraum, der bei einem Flugzeug Frachtraum heißt. Ziemlich oft fliegen Hunde mit ihren Menschen in den Urlaub. Manchmal fliegen auch Zootiere, zum Beispiel Bären oder Pinguine, mit Flugzeugen. Das ist meistens dann der Fall, wenn ein Zoo zu viele junge Bären hat und von seinen jungen Bären einen oder zwei an einen anderen Zoo verkauft. Oder manchmal hat ein Zoo noch keine Pinguine und bekommt von einem anderen Zoo welche. Für die Tiere ist so eine Flugzeugreise genauso eine große Aufregung wie für die Menschen. Und damit die Tiere keine Angst bekommen, wenn sie in der engen Transportbox alleine im Gepäckraum sind, üben die Tierbesitzer schon einige Zeit vor dem Flug mit ihren Tieren und den Transportkisten. So kennen die Tiere am Flughafen dann schon ihre Kiste und bekommen keine Angst. Bei ganz langen Flügen bekommen die Tiere dann außerdem oft noch eine Tablette, damit sie müde werden und schlafen. Ja, wieso habe ich denn auch eine Schlaftablette bekommen? Ich bin doch kein Transportbox-Denkologe. So müde bin ich. Und so dunkel ist es. Wo bin ich denn hier? In einem Albert-Traum? Ich meine, Albtraum? Oder in einem Alpentraum über den Bergen? Aufwachen, Albert, auch wenn es dunkel ist. Schalte um auf Denkologie. Du bist auf dem Flughafen. Und du fühlst dich wie ein Koffer? Wie eine Reisetasche? Und was hier so summt und brummt und surrt und murrt und knurrt und flirrt und sirrt und... Bin ich im Frachtraum des Flugzeuges? Auf einem Förderband? Okay, hab verstanden. Also all diese Geräusche, ohne Passagiergeräusche,
Die zeigen euch, dass nicht nur um die Passagiere herum sehr viel geschieht auf einem Flughafen. Das Gepäck zum Beispiel muss ja auch irgendwie ins Flugzeug kommen. Und das Flugzeug muss auf den Start vorbereitet werden. Solche Sachen. Das kann der Fluggast alles nicht sehen. Aber wisst ihr was? Kommt mal näher. Ihr könnt es hören. Während Anna und Anton mit den Erwachsenen frühstücken, sind die beiden Reisetaschen von Frau Michalski und Anna schon unterwegs ins Flugzeug. Beim Einchecken wurden die Reisetaschen zuerst gewogen. Das ist wichtig, damit alle Gepäckstücke der Passagiere zusammen ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten. Dann wäre das Flugzeug nämlich überladen und damit zu schwer. Stell dir einfach mal vor, du würdest ein Spielzeugflugzeug mit Steinen bis unter die Decke übervoll beladen. Dann hättest du auch ziemliche Schwierigkeiten, das Flugzeug hochzuheben und fliegen zu spielen. Deshalb darf jeder Passagier nur Gepäck mit einem bestimmten Gewicht mitnehmen. Nach dem Wiegen klebt die Frau oder der Mann vom Bodenpersonal noch einen Gepäckaufkleber auf den Koffer oder die Reisetasche. Auf diesem Aufkleber ist ein sogenannter Strichcode. Dieser Strichcode ist ganz schön wichtig. Du wirst gleich erfahren, warum. Denn die vielen tausend Gepäckstücke werden von Gepäckförderanlagen automatisch zum richtigen Flugzeug auf dem Flughafen gebracht. Das ist eine ziemliche Kunst, wenn ihr euch mal vorstellt, dass einige tausend Gepäckstücke von den Check-in-Schaltern den Weg in rund 100 Flugzeuge finden müssen. Das Ganze funktioniert so. Die Gepäckbänder sind Straßen. Und jede Straße führt über mehrere Straßenkreuzungen bis hin zu einem Parkplatz für ein Flugzeug. Diese Flugzeugparkplätze heißen übrigens auf Englisch Terminal. Und Terminal ist deshalb auch das Wort, welches meistens für den Flugzeugabstellplatz benutzt wird. Ihr erinnert euch ja sicher noch, dass auf Flughäfen vieles mit englischen Wörtern bezeichnet wird. Check-in haben wir schon gehört, Boarding Pass, Gate. Und ihr werdet gleich noch mehr englische Wörter kennenlernen. Jedenfalls sind auf den langen Gepäckstraßen viele kleine Computer aufgestellt, die den Strichcode der Gepäckaufkleber auf den Koffern lesen können und dann automatisch das Gepäckstück an den Straßenkreuzungen geradeaus fahren lassen oder aber auch nach links oder rechts. Und so landen dann Annas und Frau Michalskis Reisetaschen kurz nach dem Einchecken am Abstellplatz für das Flugzeug nach New York. Anna und Frau Michalski sitzen immer noch mit Anton und seinem Vater in der Bäckerei. Da laden die Gepäckarbeiter schon die Koffer und Reisetaschen vom Gepäckband auf Anhänger. Kurz darauf zieht ein Gabelstapler die Anhänger zum Flugzeug. Dort laden die Gepäckarbeiter die vielen Koffer und Taschen ins Flugzeug. Gleichzeitig passieren noch viele andere Arbeiten im und rund um das parkende Flugzeug. Ingenieure kontrollieren den Motor, die Tragflächen, die Triebwerke, die Bremsen und die Räder. Reinigungskräfte sind im Flugzeug unterwegs, um die alten Zeitungen und den Müll von den Passagieren einzusammeln, die bis gerade im Flugzeug gesessen haben und vielleicht aus New York, vielleicht aber auch aus Bangkok oder Peking nach München geflogen sind. Wenn der Müll eingesammelt ist, wird der Innenraum für die nächsten Passagiere noch gründlich geputzt. Der Fußboden und die Sitze werden abgesaugt. Die Fenster, die Esstische, die Toiletten und die Küche werden geputzt. Viel Zeit haben die Reinigungskräfte nicht. Oft steht ein Flugzeug zwischen den Flügen nur 2 oder 3 Stunden im Terminal. Also wird das Flugzeug nicht nur kontrolliert, geputzt und das Gepäck verladen, sondern es kommt auch noch der Tankwagen mit dem Sprit. Du warst bestimmt schon einmal mit deinen Eltern an der Tankstelle und ihr habt das Auto betankt. Das dauert dann nur ein paar Minuten. Ruckzuck ist der Autotank voll Sprit. Für ein Flugzeug sind riesige Mengen Sprit nötig. Deshalb braucht der Tankwagen auch rund eine halbe Stunde für das Betanken. Und noch ein Fahrzeug kommt. Es bringt das Essen für 400 Passagiere. Das ist enorm viel Essen. Ungefähr so viel Essen, wie in einem mittelgroßen Restaurant an einem ganzen Abend gekocht wird. Du merkst, da ist ganz schön viel Verkehr rund um ein Flugzeug, während es im Terminal steht und für den nächsten Flug bereit gemacht wird. Und dann ist da nicht nur dieses eine Flugzeug, sondern 20 oder mehr Flugzeuge nebeneinander. Deshalb ist das oft auch ein richtiges Gewusel auf dem Flughafenfeld. Flugzeuge fahren da, Tankwagen, Gepäckwagen, Kühlwagen mit Essen, Werkstattwagen, manchmal eine Feuerwehr,
viele gelb-schwarz karierte Autos und Busse. Und das alles ohne Straßen und Ampeln, sondern kreuz und quer durcheinander. In den Bussen sitzen übrigens entweder die Fluggäste oder die Crew. Ah, Crew, wieder ein englisches Wort. Crew heißt Mannschaft oder Besatzung. Zur Crew gehören der Flugkapitän und sein erster Offizier, der Co-Pilot also, sowie die Stewardessen. Je nach Größe des Flugzeugs gehören bis zu 16 Personen zur Crew. Crew ist das englische Wort für Besatzung und damit sind alle Personen gemeint, die während des Fluges mit Antons Vater zusammen im Flugzeug arbeiten. Und jetzt kommt die albertistisch-albertastisch-albertissimistische Preisfrage. Wer fliegt das Flugzeug? Na, ganz einfach, denkt ihr? Der Flugkapitän? Und manchmal der Co-Pilot? Ja, das ist schon ganz gut. Aber denkt mal weiter. Wer sitzt nicht an Bord des Flugzeuges und ist dennoch so wichtig wie der Flugkapitän? Wer fliegt die Maschine mit? Auf wen kann man bei einem großen Passagierflugzeug gar nicht verzichten? Hm? Auf den supercoolen Denkologen Albert, der alles weiß und mit der Kraft seines Geistes die kühnsten Linkskurven fliegt? Kleiner Scherz. Nein, auf dem Flughafen gibt es einen Ort, da sitzen ganz wichtige Flughafenmitarbeiter. Ohne die könnte kein Jumbojet und kein Airbus und wie die Maschinen alle heißen, fliegen. Und der Ort, an dem sie arbeiten, der sieht schon von außen ganz wichtig aus, wie ein Turm. Na, wisst ihr schon, was ich meine? Dann hört mal weiter zu. Es geht um die Fluglotsen im Tower. Für Antons Vater und Anton wird es langsam Zeit. 2 Stunden vor dem Abflug muss der Flugkapitän mit seiner Arbeit anfangen. Und heute möchte Antons Vater vorher seinem Sohn noch den Arbeitsplatz von Onkel Timo zeigen. Der hat nämlich eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt am ganzen Flughafen. Onkel Timo arbeitet im Tower und ist Fluglotse. In den Tower darf man nicht einfach so reingehen. Anton darf das heute nur, weil sein Vater sie angemeldet hat und als Pilot arbeitet. Tower, du ahnst es, ist mal wieder Englisch und heißt Turm. Oben im Turm sitzen die Fluglotsen. Sie haben einen tollen Blick über den ganzen Flughafen. Aber jeder Fluglotse sitzt auch vor mehreren Bildschirmen, Radarschirmen und Computern. 6 Fluglotsen arbeiten gleichzeitig und jeder hat ein Headset auf dem Kopf. Headset ist auch Englisch und heißt Kopfhörer. Du kennst das vielleicht von deinen Eltern vom Telefonieren im Auto. Da gibt es auch Kopfhörer mit einem kleinen Mikro, das vor dem Mund ist. Genauso ein Headset oder Kopfhörer haben die Fluglotsen auf. Und außerdem haben sie noch ein Mikrofon in der Hand. Die Fluglotsen haben über die Kopfhörer und die Mikros Funkkontakt zu allen Piloten und Flugzeugen, die in München landen und starten. Das sind immerhin 60 Flugzeuge pro Stunde, also jede Minute ein Flugzeug. Außerdem haben die Fluglotsen alle wichtigen Informationen über das Wetter, den Wind, Gewitter und Wolkenbildung. Manchmal verzögert sich der Start eines Flugzeuges. Das kann verschiedene Gründe haben. Manchmal funktioniert der Bordcomputer der Piloten nicht sofort richtig oder es gibt ein anderes technisches Problem. Und anders als ein Auto, das bei einem technischen Problem eben an den Straßenrand fährt, kann das ein Flugzeug in der Luft nicht. Deshalb gehen die Piloten und Ingenieure bei einem Flugzeug immer auf Nummer sicher und geben das Flugzeug auch erst zum Start frei, wenn wirklich alles ganz genau geprüft ist. Wenn sich aber dann der Start eines Flugzeuges verzögert, kommt der ganze Flugplan durcheinander. Schließlich startet und landet pro Minute ein Flugzeug. Wenn ein Flugzeug nicht pünktlich gestartet ist, muss das nächste auf eine andere Landebahn umgelenkt werden oder es muss noch einmal eine Runde fliegen. Aber welche Runde? Schließlich sind rund 60 Flugzeuge gleichzeitig über dem Münchner Flughafen unterwegs. Das müssen die Fluglotsen alles schnell und vor allem auch fehlerfrei regeln. Es gibt nur wenig vergleichbare Arbeitsplätze, wo sich Männer und Frauen so konzentrieren müssen und so eine große Verantwortung haben.
Antons Onkel Timo hat gleich Pause und dann können sie mit ihm sprechen. Jetzt darf Anton sich erst einmal mit seinem Vater auf einen Stuhl setzen, zugucken und vor allem auch zuhören. Du ahnst es vielleicht schon, die Sprache der Fluglotsen ist natürlich Englisch. Schließlich müssen sie mit Piloten aus allen Ländern der Welt sprechen. Flight BA-12124. Fast pausenlos sprechen die sechs Fluglotsen in ihre Mikros oder auch manchmal miteinander. Timo, kannst du den verspäteten Airbus aus London übernehmen? Fragt ein Fluglotse Antons Onkel. Kein Problem. Tower Munich to Airbus 7764, Flight BA-12124. Hello, changing your landing position to LCB-2. Munich is slightly cloudy, wind northwest. Are you ready to land? Dabei schaut Onkel Timo auf den Computerbildschirm und noch zwei andere Bildschirme mit komischen Zeichen und Bildern. Das eine ist der Radarbildschirm. Da kann Onkel Timo genau sehen, wo die Flugzeuge in der Luft fliegen, erklärt Antons Vater. Auf dem Computer daneben liest er alles über das Flugzeug, das Wetter, den Wind und die Belegung der Lande- und Startbahnen. Und dann berechnet Onkel Timo, wie schnell die Flugzeuge fliegen dürfen, welchen Weg sie genau nehmen dürfen und auf welcher Landebahn sie landen können. Aber jetzt nimmt Onkel Timo sein Headset ab und legt das Mikrofon zur Seite. Ein neuer Kollege ist gekommen und setzt sich an den Platz von Onkel Timo. Die sechs Arbeitsplätze der Lotsen sind immer besetzt, Tag und Nacht. Hallo Anton, wie gefällt dir der Blick von hier oben auf den Flughafen? Fragt Onkel Timo Anton. Toll, antwortet Anton. Darf ich mal deine Kopfhörer aufsetzen? Onkel Timo lacht. Das kannst du gerne machen, aber jetzt kannst du nichts hören. Ich habe sie nämlich ausgestöpselt. Jeder Fluglotse hat seinen eigenen Kopfhörer und nimmt ihn nach der Arbeit mit. Warum denn das? Fragt Anton und setzt sich dabei den Kopfhörer auf. Weil man so nur seine eigenen Haare und seinen eigenen Schweiß an dem Kopfhörer hat, erklärt Onkel Timo. Wieso denn Schweiß? Fragt Timo neugierig und riecht an dem Kopfhörer. Du, die Arbeit hier im Tower ist manchmal sehr, sehr anstrengend. Da komme ich ganz oft ins Schwitzen, sagt Onkel Timo. Timo schaut neugierig auf das Flughafengelände. Und dann zeigt er auf eines der gelb-schwarz karierten Autos, das auf dem Flugfeld fährt. Von diesen Autos fahren einige über das Flugfeld. Sind die Männer in den Autos deine Mitarbeiter? Nein, nicht wirklich, sagt Onkel Timo. Das sind die Follow-Me-Autos. Die lotsen auch die Flugzeuge, aber anders als ich. Das stimmt. Follow-Me ist wieder Englisch und bedeutet »Folge mir«. Diese Follow-Me-Autos gibt es an jedem Flughafen und die sorgen dafür, dass die Flugzeuge auf dem riesigen Flughafengelände den Weg finden. Wenn ein Flugzeug gelandet ist, dann wartet das Follow-Me-Auto am Ende der Landebahn auf das Flugzeug und fährt dann vor dem Flugzeug her bis zum Terminal oder Parkplatz an der Abfertigungshalle. Oft steigen die Fahrer am Terminal aus ihrem Auto aus und weisen die Piloten mit Kellen in den Parkplatz ein. Da lotsen sie dann auch die Piloten, aber natürlich ganz anders als die Fluglotsen, die für den Luftverkehr verantwortlich sind. Wenn die Flugzeuge dann wieder startklar sind, bringen die Follow-Me-Fahrzeuge sie auch zu ihrer Startbahn. Antons Vater schaut auf die Uhr und sagt, Anton, wir müssen los. Ich muss jetzt arbeiten und bald startet dann unser Flug nach Berlin. Die drei verabschieden sich voneinander und Anton schaut noch ein letztes Mal vom Tower aus auf das Flugfeld. Eine Frage hat er noch. Papa, können wir von hier schon das Flugzeug sehen, mit dem wir gleich fliegen? Antons Vater schaut raus und überlegt und sucht. Tatsächlich. Schau mal, da hinten das kleinere Flugzeug mit der blauen Heckflosse. Da, wo der Tankwagen gerade hält. So, jetzt geht's in den Flieger. Ich bin schon total aufgeregt. Obwohl ich als albertistisch-albertastischer Denkologe und Düsentriebexperte natürlich weiß, was vor dem Start so alles gemacht werden muss. Was die Piloten prüfen und checken müssen und so. Hört mal zu, es gibt wieder eine ordentliche Tüte voll mit englischen Erklärungen. Zuerst findet das Briefing statt. Achtung, wieder ein englisches Wort. Briefing heißt Lagebesprechung. Der Kapitän schaut sich am Computer zuerst einmal die Wetterlage und die Flugstrecke an. Je nachdem, wie das Wetter ist und wie die Flugstrecke gewählt wird, errechnet der Computer dann auch,
wie viel Sprit getankt werden muss. Währenddessen bespricht die Kabinenbesatzung das Essen und den Service während des Fluges. Manchmal gibt es auch Besonderheiten. Zum Beispiel heute bei dem Flug von München nach Berlin ist ein bekannter Politiker an Bord des Flugzeuges und möchte während des Fluges einmal ins Cockpit. Und noch ein englisches Wort. Cockpit ist der Arbeitsplatz der Piloten ganz vorne im Flugzeug. Hier wird das Flugzeug gesteuert. Hallo, begrüßt Antons Vater beim Briefing seine Kollegen. Darf ich euch meinen Sohn Anton vorstellen? Er begleitet mich heute zum ersten Mal auf einem Flug. Der Co-Pilot von Antons Vater und die anderen Crewmitglieder schauen alle auf Anton und begrüßen ihn. Dann stellt Antons Vater seinem Sohn Claire Martin vor. Claire ist eine der Stewardessen während des Fluges und sie wird sich während des Fluges um Anton kümmern. Denn da muss sich sein Vater schließlich auf den Flug und seine Arbeit konzentrieren. Aber Papa, sagt Anton ganz entrüstet, ich darf doch auch zu dir ins Cockpit. Oder ist da jetzt die ganze Zeit der Politiker bei dir? Antons Vater beruhigt seinen Sohn. Nein, nein, keine Sorge, Anton. Der Politiker schaut einmal kurz rein. Da ist noch genug Zeit während des Fluges, damit du auch noch kommen kannst. Dann ist das Briefing vorbei. Die Crew und Anton gehen zum Flugzeug. Antons Vater und sein Co-Pilot kontrollieren das Betanken und gehen dann ins Cockpit. Dort überprüfen sie die Bordcomputer und bereiten das Flugzeug auf den Start vor. Dazu gehört, dass sie wichtige Informationen über das Wetter, die Flugstrecke und die Anzahl der Passagiere in den Flugzeugcomputer eingeben. Während die Piloten das Flugzeug auf den Start vorbereiten, kommt noch ein Mitarbeiter vom Bodenpersonal und teilt den Piloten das endgültige Gewicht des Flugzeuges mit allen Gepäckstücken mit. Das ist sehr wichtig, damit die Piloten wissen, ob sie die Spritmenge richtig berechnet haben. Die Piloten müssen auch wissen, wie das Gepäck im Frachtraum des Flugzeuges verteilt ist. Nur so können sie beim Flug richtig reagieren, wenn zum Beispiel plötzlich ein Gewitter während des Fluges aufzieht und das Flugzeug durch Sturm und Wind und Wolken fliegen muss. Während Antons Vater arbeitet, lässt sich Anton von der Stewardess Claire so richtig verwöhnen. Anton darf in der Miniküche bei den Stewardessen sitzen und bekommt Kuchen und Limo. Neben ihm liegt eine kleine Tasche mit einem Spielzeugflugzeug, einem Malbuch und einem Päckchen Buntstiften. Claire hat ihm erzählt, dass diese Tasche alle Kinder bekommen, die mitfliegen, damit sie keine Langeweile bekommen während des Fluges. Albert an Flugpassagiere, Albert an Flugpassagiere, bitte nehmen Sie Ihre linken Füße in Ihre rechten Hände und hüpfen Sie an Bord. Bohren Sie beim Start nicht mit der linken Hand in Ihrem rechten Nasenloch und folgen Sie den Anweisungen der Crew. Piep. Hallo, hallo, ihr merkt, es geht los. Die Besatzung ist an Bord. Und wer fehlt noch? Na klar, die Passagiere. Um die geht's ja. Ein leeres Flugzeug muss nicht fliegen, das belastet nur die Umwelt. Also los, jetzt kommt noch die Sicherheitskontrolle und dann 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Anna und ihre Mutter stehen zur gleichen Zeit in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle. Hier müssen sie ihr Handgepäck auf ein Fließband legen. Dann fährt das Gepäck auf dem Fließband in einen dunklen Kasten. Dort wird es durchleuchtet. Also nicht mit Lampen und Licht, sondern mit ganz besonderen Strahlen, sogenannten Röntgenstrahlen. So kann das Sicherheitspersonal erkennen, ob in dem Handgepäck verbotene Gegenstände sind. Zum Beispiel Messer sind nicht erlaubt. Selbst wenn es sich nur um ein ganz kleines Taschenmesser handelt. Auch Scheren sind verboten oder alle Flüssigkeiten, egal ob Haarshampoo oder eine Flasche mit Trinkwasser. Nur wer ein Baby hat, darf ein Babyfläschchen mit ins Handgepäck nehmen, damit das Baby seine spezielle Babymilch zu trinken bekommt während des Fluges. Aber oft verlangen die Sicherheitsbeamten dann von der Mutter oder dem Vater des Babys, dass sie einen Schluck von der Flüssigkeit trinken. So wollen die Sicherheitsbeamten herausfinden, ob wirklich nur Milch in dem Babyfläschchen ist und nicht irgendein Gift. Warum das alles, fragst du dich bestimmt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Sehr selten zwar, aber leider manchmal eben doch,
Da passiert es, dass Verbrecher ein Flugzeug unter ihre Kontrolle bekommen wollen. Sie bedrohen dann die Piloten mit Messern oder Pistolen. Oder sie benutzen giftige Flüssigkeiten, um eine Explosion im Flugzeug anzudrohen. Damit das nicht passiert, gibt es viele Sicherheitsbeamte am Flughafen. Und jeder, wirklich jeder Flugpassagier und jedes einzelne Gepäckstück wird kontrolliert. Nachdem Anna und ihre Mutter also ihre Reisetaschen auf das Gepäckband gelegt haben, bittet eine Sicherheitsbeamtin sie, ihre Portemonnaies, Handys, Schmuck und Schlüssel in ein Kästchen zu legen. »Warum das denn?« will Anna wissen. »Das ist jetzt die Sicherheitskontrolle, ob wir Messer, Waffen oder irgendwas Gefährliches an unserem Körper tragen«, erklärt Annas Mutter. »Und weil Handys, Geld, Schmuck und Schlüssel auch aus Metall sind, piept das Kontrollgerät bei diesen Dingen auch.« Deshalb werden alle Passagiere vor der Sicherheitskontrolle gebeten, alle Sachen aus Metall in ein Kästchen zu legen. Dann kommt eine Sicherheitsbeamtin auf Anna und ihre Mutter zu und hat so eine Art Polizeikelle in der Hand. Damit streift sie am Körper von Annas Mutter entlang. Als die Beamtin mit der Kelle an den Bauch von Annas Mutter kommt, fiept es plötzlich ganz laut. Anna zuckt zusammen. »Was ist das, Mama? Warum piept die Kelle an deinem Bauch? Dein Bauch ist doch nicht gefährlich.« »Nein, ganz sicher nicht«, sagt die Beamtin und lacht. »Ich schätze, das ist bestimmt eine Gürtelschnalle aus Metall.« »Oh je«, sagt Annas Mutter, »da erkläre ich meiner Tochter noch, dass man kein Metall am Körper tragen darf und vergesse meine Gürtelschnalle.« »Das macht doch nichts«, sagt die Beamtin. »Ziehen Sie einfach den Gürtel aus.« Das tut Annas Mutter auch, und jetzt piept die komische Kelle der Beamtin nicht mehr. Dann ist Anna dran. Auch bei Annas Bauch piept die Kelle. »Ich habe doch gar keinen Gürtel an«, sagt Anna verdutzt und zieht ihr T-Shirt hoch, um der Beamtin zu zeigen, dass sie gar keinen Gürtel trägt. »Hm«, sagt die Beamtin, »hast du vielleicht Geld in der Hosentasche?« »Nö«, sagt Anna, »mein Geld ist in meinem Portemonnaie, in meinem Rucksack, und der kommt da gerade aus dem komischen Kasten mit den Röntgenstrahlen.« »Tja, aber irgendetwas Metallisches musst du doch in Bauchhöhe haben«, sagt die Sicherheitsbeamtin. Sie befühlt den Hosenbund und die Taschen von Anna. Vorne in einer Tasche fühlt sie noch mal genauer nach. »Da ist irgendetwas. Etwas ganz Kleines zwar, aber da ist was. Kannst du mal in dieser Tasche hier nachschauen?«, sagt die Beamtin zu Anna. Anna fühlt in ihrer Hosentasche und fühlt, und dann bekommt sie einen roten Kopf. »Oh je, jetzt weiß ich, was es ist.« Anna zieht einen kleinen Schlüssel aus ihrer Hosentasche. »Das ist der Schlüssel von Struppels Transportbox.« »Na, ich weiß zwar nicht, wer Struppel ist, aber egal. Jetzt haben wir den Übeltäter«, sagt die Sicherheitsbeamtin und lässt Anna und ihre Mutter weitergehen. Die beiden holen ihre Handgepäcktaschen vom Band und auch ihre Schlüssel, Portemonnaies, Schmuck und das Handy von Annas Mutter aus dem Plastikkästchen. Dann folgen sie den Schildern durch die Abflughalle zum Gate 27. Dort warten schon viele andere Passagiere auf den Abflug nach New York. »Ob Struppel schon im Flugzeug ist und schläft?«, überlegt Anna. »Bestimmt«, sagt die Mutter. »Mama, ich muss noch mal dringend aufs Klo«, sagt Anna. »Kein Problem, das müssen viele Fluggäste vor dem Abflug. Deshalb gibt es an den Gates beim Abflug auch immer ganz in der Nähe Toiletten.« Und dann sitzen Anna und ihre Mutter auf ihren Plätzen A37 und B37 im Jumbojet nach New York. Das Flugzeug fährt langsam rückwärts aus der Parkbucht, macht eine Kurve und fährt dann langsam über das Flughafengelände. Anna schaut neugierig aus dem Fenster und hält dabei die Hand ihrer Mutter fest. »Ob Struppel schon schläft? Und ob Anton schon gestartet ist?«, überlegt sie laut. Annas Mutter schaut auf ihre Uhr. Es ist 11:45. Struppel schläft bestimmt schon. Und Anton? Der ist vor 2 Minuten gestartet, wenn alles nach Plan ging. Tatsächlich, das stimmt. Und alles ging nach Plan. Anton sitzt auch an einem Fenster im Flugzeug und schaut auf den immer kleiner werdenden Münchner Flughafen. Der sieht von hier oben fast so aus wie sein Spielzeugflughafen zu Hause. Da fliegen sie also, der Albatros, ich meine, der Flieger mit Anton an Bord und der große Jumbojet mit Anna und ihrer Mutter. Und ich mache jetzt ein Nickerchen. Der Flug nach New York dauert ein paar Stunden und er ist so
schön entspannend. Also, Schluss für heute und guten Flug. Bis zum nächsten Mal, ihr Denkologen und Albertisten. Hört mal wieder rein, wenn ich neue Geschichten mitbringe. Es gibt viel zu entdecken bei Ich weiß was. Über den Wald, den Zoo, den Wilden Westen, die Indianer, die Eisenbahn, über Baustellen, über den Traum vom Fliegen, die Sonne, die Jahreszeiten, die Feuerwehr, das Wetter und. Macht's gut, euer Albertros.